Über 7 Jahre haben die Ermittlungen gedauert. Gegen die Anklage erhob Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser schließlich im Juli vergangenen Jahres Einspruch. Doch nun gibt es grünes Licht für den Prozess zu einer der größten Politaffären der Zweiten Republik. Die Anklage gegen den ehemaligen Finanzminister ist rechtskräftig, bestätigt Reinhard Hinger vom Oberlandesgericht Wien gegenüber der Tageszeitung Österreich. Damit ist der Weg frei zu einem Prozess vor einem Schöffengericht. Wann das Verfahren am Landesgericht eröffnet werden kann, ist jedoch noch unklar. Allerdings rechnen Insider nicht mit einem Prozessbeginn vor Herbst. Als Richterin ist derzeit Nicole Rampel angesetzt. Die jahrelangen Ermittlungen in der Causa Buwog bringen zigtausende Akten und Papiere mit sich. Wie Christina Salzborn vom Landesgericht gegenüber Österreich berichtet, braucht es 2 Wagenladungen, bis alle Akten im Landesgericht eingetroffen sind. In dem Anklagepunkt Auswahl der Investmentbank für die Privatisierung der Wohnbaugesellschaften des Bundes wird das Verfahren gegen Grasser und 2 weitere Angeklagte hingegen vom Oberlandesgericht eingestellt. Zum Anklagepunkt der unterlassenen Erlösmaximierung beim Verkauf der Bundeswohnbaugesellschaften wurde die Anklage gegen Grasser zurückgewiesen und das Ermittlungsverfahren wieder eröffnet. Die Anklage richtet sich gegen Grasser und 15 weitere Beschuldigte. Ihnen wird vorgeworfen, dass sich Grasser mit Hilfe von Walter Maischberger und Ernst Karl Blech bereichert habe, indem er für sein Insiderwissen bzw. eine Entscheidung als Ressortchef im Buwog-Verkauf Bestechungsgeld fließen ließ. Die Staatsanwaltschaft hat nach 7 Jahren eine 800-seitige Anklage eingebracht. Der Sachschaden betrage 10 Millionen Euro. Den Beschuldigten drohen bis zu 10 Jahre Haft. Es gilt jedoch weiterhin die Unschuldsvermutung.